Herzlich willkommen, liebe Leute, ich bin's, euer Tom, und wir befinden uns wieder mal auf der Map.de Mirage. Und ja, was sehen wir denn? Wir sehen einen Suspect mit tatsächlich, ja, ganz guten Waffen. Also, ich sag mal so, diese Szene. Ja, ich weiß nicht, also Warlock hat er wahrscheinlich an. Sonst hätte er nicht... Ja, ich glaube, er hat gemerkt, oh, da liegt hier eine Smoke, ich breche mal lieber ab. Naja, mal gucken. Also er hat auf jeden Fall ordentlich Skins, das ist schon mal okay. So, da oben kommt jetzt einer raus. Leute, er holt in dem Runterfallen auf der Leiter. OMG. So, jetzt gucken wir mal aufs Radar. Einer ist noch Action, einer kommt Stairs und der andere ist mit da oben. Der holt wahrscheinlich jetzt die Bombe. Ja, ne, also wie gesagt, die eine Szene... Oh, kann ich mal den Player ausmachen? Die eine Szene war schon ein bisschen strange. Bombe geht auf jeden Fall Richtung B. Einer steht mit da oben. Der fängt ihn vielleicht jetzt ab. Ja, und wie er ganz genau in jede Ecke guckt, das macht man halt einfach in so einer Situation nicht. Also nicht in jede, also, naja. No, ja, gucken wir uns das Ganze weiter an. Wie gesagt, die erste Szene war schon komisch, wo er da durch den Smoke geschossen hat. Aber, wie gesagt, wegen einer Szene kann man, glaube ich, keiner den Strick rausziehen. Außer es ist natürlich direkt durch die Wand, ne? Also. Okay, da geht er zumindest nicht durch, das ist okay. Weil es gibt ja auch viele Leute, die einfach durch die Smoke laufen, naja. Okay, da kriegt er wieder einen Kopf. Gucken wir uns erstmal die Stats an, das haben wir noch gar nicht. 9,5. Na. Bisher noch keine typischen Cheater-Stats. Nur halt das auffällige, überall peinlich genau hingucken, was man einfach nicht macht. Naja. Und man muss auch sagen, den einen hat er ganz gut erwischt, aber ja, ich meine, einen gut eingestellten Aimbot sieht man eh so gut wie gar nicht, ja. Nur, wie gesagt, wenn die Leute zu greedy werden und dann, ja, einfach zu viel wollen mit zu wenig Skill, ja. So. Da wären die zwei auch Geschichte, jetzt kommt einer Connector hoch. Frage ist, hat er den gehört? Ich glaube, man konnte ihn kurz hören. Wenn wir aber nicht 100% sicher. So, jetzt kommt die AWP. Und da gucken wir mal, wie sein Aimbot, wie gut sein Aimbot tatsächlich eingestellt ist. Also es gibt eine Einstellung an diesen Aimbots, wo du sagen kannst, wie weit daneben darf ich sein, damit der Aimbot aktiviert wird. Das soll so als kleine letzte Unterstützung halt gelten. Man kann ihn natürlich auch voll einstellen. Da kann man nach vorne schießen und hinten steht ein Gegner, dann trifft man den hinter sich. Ne? Ist leicht auffällig, wie ihr wahrscheinlich vermutet, aber es gibt's halt. So funktioniert diese Spinbots. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Die drehen sich immer die ganze Zeit. Und immer wenn ein Gegner in der Nähe kommt, dann hat der Autoshoot an und ach, da keine Ahnung, da gibt es relativ viel und auch Gutes. Also gut funktionieren das natürlich mal nicht. Meine Stimme ist noch nicht ganz da irgendwie. Weiß ich auch nicht. Früher morgen. So, wenn er jetzt in den Zoom... Nee. Okay. Tja, hat er gut erledigt. Aber das ist, muss ich sagen, ist auch eine typische Position, wo man dann nach hingeht. Ja. Da kann man mal eine HE hinwerfen. Oder auch zwei, wenn man gerade noch eine aufsammelt. Das ist soweit okay.
So, ja, immer das gleiche. Oh, ich muss da gerade mal eine Mücke kaputt machen. So. So, Rampe ist keiner, die befinden sich alle in der Mitte, einer geht jetzt Connector hoch. Ah, es sieht schon komisch aus, muss ich sagen. Wie er da erst schießt und dann aimt. Ja, also ich glaube ganz sauber ist dieser Kerl nicht. Und ihr wisst ja, ich gehe da immer sehr, sehr, sehr kritisch dran an die ganze Geschichte. Aber ich würde ihn bisher noch nicht irgendwie verurteilen, weil es hat auch eigentlich keinen Sinn. Weil es würden... Ja, es ist halt einfach too much. Es ist halt einfach too much. Ich bin der Meinung, der hat beides an, Warlock und Aimbot, aber der macht das wirklich geschickt, ja. Oder ist halt ein guter Spieler. Nee, Quatsch. Also, manche Szenen, auch da, wo er gerade durchgeschlichen ist, klar, kann man da mal durchschleichen, ja. Klar kann man dann auch mal zwei mit der 5-7 dann nachholen, aber es ist halt einfach... Wenn man sich so ein Overwatch-Fall anguckt, dann ist es halt einfach, es hatte schon einen Grund, warum der reported worden ist. Und mittlerweile sind seine Stats ja auch bei 18,8, was jetzt keine übermäßigen Hacker-Stats sind, aber, ich sag mal so, das hebt sich schon von seinen anderen Mates ab, ja. Ja, und sowas... Wie gesagt, ich kenne die Ränge nicht und, ne, aber wenn er da jede Runde 2 Meter P7 holt, ne, wie heißt das noch? Jetzt weiß ich nicht mehr, wie die Waffe heißt, ey. Hab ich nie benutzt. 5-7, so. Ist schon auffällig, ne. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, der hat einen gut eingestellten Aimbot, vorhin da beim Jungle hat man gesehen, ja, so gut eingestellt ist er nicht. Er war schon relativ weit daneben, als er angefangen hat zu schießen. Man müsste jetzt noch mal hier so eine Zeitlupe-Funktion haben. Ich sag's ja immer wieder, hat man leider nicht. Mal wie gesagt, man geht nicht so durch den Smoke. Am Anfang, da wo er auf den geschossen hat, hat er ihn nicht gehört und dachte, da liegt wohl wahrscheinlich keine Smoke oder keine Ahnung. Naja. So, das wird wahrscheinlich jetzt die letzte Runde. Ja, genau. Ja, was sag ich dem? Ja. Also, externe Hilfsmittel, anderweitige Spielbehinderung hat er ja nicht begangen. Ja, die Sache ist halt, er hat's gut gemacht, ja. Und ich bin der Meinung, er hat an. Kannst aber leider nicht belegen. Also nicht. Das sind alles nur so Intuitions. Sachen, also so krass war es dann halt ja auch nicht, aber ich habe euch die Szene ja geschildert, wo der unten halt einfach mal zwei überholt und da durchschleicht. Das macht man halt einfach nicht. Na, von daher unzureichende Beweise, aber na, hat er nochmal Glück gehabt für seine Skins. Naja. Ich bin's, euer Tom, habt noch einen schönen Tag und vor allen Dingen schaltet wieder rein. Jetzt wieder regelmäßig Spielzeit Let's Plays. Wir rocken jetzt YouTube. Bis bald. Ciao.